Tag zusammen. Wir freuen uns, Ihnen Upgrade vorzustellen. Ich heiße Martin Steil, bin 25 Jahre alt und bin im St. Galler Rheintal aufgewachsen. Mein Name ist David Eckenberger, ich bin 27 Jahre alt und studiere Mikrosystemtechnik an der NTB in Buchs. In meiner Freizeit ist aber neben Kochen der Sport doch ein großer Anteil meines Lebens. Diesen betreibe ich nicht nur, um dem Büroalltag zu entfliehen. Nein, ich will mich dabei auch richtig gut fordern. Aber ich möchte mich nicht überfordern, denn dann habe ich Probleme. Ein Gang zum Sportmediziner wäre da eigentlich die einzig logische Konsequenz. Aber wer sich mit dieser Fragestellung schon einmal auseinandergesetzt hat, der weiß genau, das ist extrem kostspielig, es ist aufwendig und es ist nur eine Messung, die über eine Tagesform eine Aussage machen kann. Aber wie lösen wir dieses Problem? Wir nehmen die medizinischen Analysemethoden, schrumpfen sie ein und machen dazu ein Auswertemodul. Dieses Modul kann man dann ganz bequem an das Armband des Fitness-Trackers anklippen und schon hat man seinen Tracker zu einem hochwertigen Labor umgebaut. Schließlich kann man das Modul einfach wegnehmen, wenn man es nicht braucht, und der Fitness-Tracker ist wieder ein Alltagsgegenstand. Last but not least sind wir beide davon überzeugt, dass Upgrade ein Riesenpotenzial hat, um als ambitioniertes Startup groß zu werden. Wer möchte schließlich zum Sportmediziner gehen, wenn er auch draußen im Freien bei seiner Lieblingsaktivität genauso gut geschützt ist und die Kontrolle hat, als würde der Sportmediziner neben ihm herlaufen? Deshalb können wir Sportlern nur eines sagen: Go upgrade yourself!